Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, hat eine tolle Auswirkung. Und diese 30-jährige Erfahrung möchte ich Unternehmen weitergeben und zeigen, dass es wirklich zu einer Win-Win-Win-Situation kommt. Es ist nicht ein soziales Projekt, sondern es hat eine wirtschaftliche Kraft. Unternehmen, die Mitarbeiterinnen mit Behinderung beschäftigen, haben einen besonders hohen Sympathiewert. Bei Kundinnen, aber auch bei Mitarbeiterinnen. Wie eine WU-Studie zeigt, identifizieren sich die Mitarbeiterinnen besonders mit dem Unternehmen, die Unternehmenstreue steigt und das führt zu einem positiven Wir-Gefühl. Einen sehr positiven Einfluss gibt es auch auf Prozesse und Verantwortlichkeiten. Durch die Brille von Menschen mit Behinderungen betrachtet, werden Arbeitsprozesse vereinfacht und für Kolleginnen transparent gemacht. Das ist ein wesentliches Merkmal von agilen Unternehmen. Es macht unsere Teams in den Filialen, wo wir Menschen mit Behinderung haben, noch erfolgreicher und es kommt auch bei den Kunden und bei den Mitarbeitern wirklich sehr gut an. Für uns ist der wirtschaftliche Mehrwert des Unternehmens, dass wir in diesen Bereichen eine Genauigkeit erreichen, dass wir eine Reklamationsquote bei den Kunden haben, die gleich null ist und auch diese Loyalität und diese Freundlichkeit, die man in diesem Unternehmen spürt, die auch letztendlich die anderen Mitarbeiter ansteckt. Fachkräfte sind rar und sie müssen oft auch Dinge machen, die nicht unbedingt zu ihrem fachlichen Kernbereich gehören. Wenn man diese Arbeitsbereiche zusammenfasst, können neue Stellen kreiert werden, bei denen Menschen mit Behinderungen zum Einsatz kommen und so Fachkräfte entlasten. Gerade im Gesundheitswesen, wir haben so große Firmen. Überall fällt Arbeit ab für Menschen mit Behinderung. Unser Best-Practice-Beispiel ist der Tobias, der eingesetzt wird, einmal für die Datenschutzkübel zu leeren, die gesunde Jause für die Mitarbeiter und seinen Concierge-Dienst, den er den Angehörigen anbietet, um die Patienten zu besuchen. Menschen mit Behinderung haben ganz viele Begabungen, die ihnen einfach von vornherein nicht zugetraut werden. Und Menschen mit Behinderung haben viele Begabungen, die genau durch die Behinderung entstehen. Dass zum Beispiel der Blinde auf seiner Braillezeile im Excel wesentlich schneller ist als jeder Sehende. Ich bin Autistin. Ich mag repetitive Tätigkeiten, wo Genauigkeit nachgefragt wird. Was für andere uninteressanter Job ist, ist für mich eine Leidenschaft. Menschen mit Behinderung sind eine wertvolle Personalressource, die bis jetzt noch zu wenig genutzt wurde. So gibt es Menschen mit Asperger-Syndrom, die sehr gut einsetzbar sind in der IT. Gehörlose Menschen verfügen über eine hohe Lärm- und Stressresistenz. Der Vorteil für Firmen, wenn sie Menschen mit Behinderung anstellen, ist natürlich auch klar, sie können neue Kundengruppen gewinnen. In meiner Apotheke zum Beispiel ist auf jeden Fall der Vorteil, dass wir jetzt ein barrierefreies Angebot haben. Für viele gehörlose Kunden. Die kommen eben jetzt nicht nur aus Wien, sondern auch aus der Umgebung, aus anderen Bundesländern. 15% der Bevölkerung haben eine Behinderung und sind Konsumentinnen. Sie sind sehr häufig bestens miteinander vernetzt und somit eine interessante Zielgruppe. Hotels und Gastronomiebetriebe, die barrierefrei sind, können eine zusätzliche Kundengruppe ansprechen. Und eigene Mitarbeiterinnen mit Behinderung wissen natürlich bestens über die Bedürfnisse Bescheid und können somit einen Wettbewerbsvorteil generieren. Es macht auch betriebswirtschaftlich Sinn, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen und so weniger Ausgleichstaxe zu zahlen. Kurzfristig anfallende Kosten, zum Beispiel zur Adaptierung von Arbeitsplätzen, können durch Förderungen kompensiert werden. Man muss den Leuten nur eine Chance geben. Und wir sehen, es zahlt sich aus. Für das Team, für die Kundinnen, aber vor allem auch für das Unternehmen selbst.